Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Heute schließen wir den ersten Spieltag ab. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten tippt mit in den Kommentaren, habe ich glaube ich schon gesagt. Viel Spaß beim Zuschauen, vielen Dank fürs Reinschalten an alle, die dabei sind. Freut mich sehr. Los geht's mit Rumänien gegen die Ukraine. Auftakt in die Gruppe E, Rumänien gegen die Ukraine. Dazu noch im Anschluss das Spiel Belgien gegen die Slowakei. Die Ukraine in Blau legte gut los. Zinchenko, Riesenmöglichkeit. Der Nachschuss findet dann den Weg ins Tor. Neunte Spielminute, 1:0 für die Ukraine, Rumänien vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. So kann man mal hineinstarten. Ist ja vielleicht auch richtungsweisend dieses Duell, wenn dann mit Belgien wohl der Favorit dieser Gruppe noch folgt. Daher ist hier Verlieren verboten. Die Ukraine wusste damit besser umzugehen. 27. 0:2. Es lief richtig gut auf der einen und richtig schlecht auf der anderen Seite. Das ist für Rumänien albtraumhaft. Eigentlich so auf Augenhöhe, diese beiden Mannschaften. Aber auf dem Feld sah es dann anders aus. Nochmal eine Chance vor der Pause. Fast sogar das 3:0 fehlte nach diesem Kopfball. Nicht viel. So blieb es zur Pause beim 0:2. Von Rumänien kam so gut wie nichts. Ein enttäuschender Auftritt. Aber 45 Minuten Zeit, das Ganze wieder glatt zu bügeln. Und die in gelb gekleideten Rumänen kamen auch besser raus. Dragos, Doppelmöglichkeit. Am Ende die Szene dann geklärt. Da war eine knappe Stunde gespielt. Jetzt schon in der Nachspielzeit. Ukraine hielt Rumänien gut vom eigenen Tor fern. Mudryk nochmal. Läuft sich fest. Und dann ist die Szene geklärt. Anschließend war Schluss. Rumänien erzielt kein Tor mehr. Und die Ukraine gewinnt souverän und überzeugend mit 2:0 zum Auftakt. Belgien gegen die Slowakei, Spiel Nummer 2 aus Gruppe E. Sicherlich Belgien kein Geheimfavorit mehr, aber immer noch eine Mannschaft mit hohen Anlagen, die eigentlich immer dafür gut ist, mal weiterzukommen. Aber so richtig erfolgreich wurde es noch nie. Siebte Minute, aber der erste Abschluss. Onana verzieht mit dem linken Fuß dann aber doch recht deutlich. Es war aber unter dem Strich eine unterhaltsame, wenn auch ausgeglichene Partie. Die Slowakei dann 5 Minuten vor dem Halbzeitpfiff mit der besten Chance. Castells muss eingreifen. Streckt sich und wehrt ihn zur Seite ab. 0:0 zur Pause. Ergebnis klingt nicht so wie der Spielverlauf. Wie gesagt, der hatte durchaus etwas zu bieten. Durchgang 2. Nun die Slowakei von links nach rechts und wieder gut im Spiel. Bosenek. Und wieder Castells, der zur Seite abwehren kann. Da ließ die belgische Defensive doch recht viel zu. Hatte man nicht unbedingt mit rechnen können. Aber nach vorne sah es wiederum besser aus. Von Belgien. Cassagne. Mangala. Trossard. Und Dubravka kann sich mal auszeichnen. 64. Minute. Wuchtiger Schuss. Und gerade so kriegt er da noch die linke Hand ran. Nach wie vor das ausgeglichene Spiel. Die Slowakei hatte nochmal Schranz im Angebot.
die beste Chance im zweiten Durchgang und die wohl auch beste Parade des Spiels. Castells lenkt den gerade so mit den Fingerspitzen über die Latte. Es blieb beim leistungsgerechten 0:0. Sehr unterhaltsam, aus belgischer Perspektive vielleicht etwas zu wenig. Neben Polen und der Niederlande sind auch Österreich und Frankreich in der Gruppe D unterwegs. Frankreich als Favorit mit England wohl in diesem Turnier unter Zugzwang, aber was diese Partie von den auch durchaus hochgehandelten Österreichern zu bieten hatte, das war unterste Schublade, das war ein Neutralisieren auf, ja, wahrscheinlich hohem Niveau, aber es brachte nichts viel. Symptomatisch dieser Freischuss von Sabitzer und dann ein Schockmoment bei den Österreichern. Das negative Highlight einer langweiligen Partie. Gregoric verletzt sich hier. Dafür kam dann Arnautovic rein, Österreicher Legende, aber es war nicht viel rauszuholen aus diesem Spiel, von dem man sich eigentlich fußballerisch so viel erwartet hatte. Durchgang Nummer 2. Es wurde etwas besser. Hier haben wir Arnautovic, der zum Ende der ersten Halbzeit reingekommen ist. Er hält lange den Ball, sieht dann Baumgartner in der Mitte völlig freistehend und der macht in der 56. Minute das 1:0. Für Österreich. Da wird Arnautovic aber auch überhaupt nicht attackiert und Baumgartner ganz allein im 16er. Das lässt er sich nicht nehmen. Und das war gleichzeitig auch der Endstand. Frankreich produzierte, wenn dann mal, Halbchancen, aber am Ende steht eine enttäuschende Leistung rund um Upamecano und Co. Christoph Baumgartner ist der Matchwinner. Natürlich kann Österreich mit diesem Ergebnis absolut zufrieden sein und sie verhinderten die starke Offensive der Franzosen, aber das war dann doch am Ende des Tages ziemlich zähe Kost. Die Gruppe F musste am längsten warten, um in dieses Turnier reinzustarten. Nun haben wir die Türkei gegen Georgien. Die Türken sicherlich favorisiert. Manche halten ja sehr große Stücke auf die in Weiß gekleideten. Aber Georgien auch nicht zu unterschätzen. Und da zeigen sie mal, warum. Mikau Tadze in der 9. Minute mit dem 1:0. Für die Georgier Chakvetadze legt das Ganze auf. Die georgischen Fans hellauf begeistert. Da waren die Türken noch nicht richtig auf dem Platz, mussten sich dann kurz schütteln, fanden aber deutlich besser rein in die Partie und hatten dann auch gute Chancen. Hier in der 28. Minute näherten sie sich an. Schön durchgespielt, etwas luftig, die georgische Defensive. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, die Türken erhöhten weiterhin den Druck. Und dann klingelte es. 33. Minute, der bis dahin auch dann verdiente Ausgleich. Çalhanoğlu bereitet vor. Der Abschluss aus kurzer Distanz ist dann Formsache. Ausgleich, also alles offen für Durchgang Nummer 2. Und da sehen wir zunächst verbesserte Türken. Kökçü. Karici, der den Treffer zum 1:1 erzielte und den 2:1 Treffer von Kökçü auflegt. Spiel gedreht. So kann man es mal machen und dann ihrer leichten Favoritenrolle doch gerecht werden.
clever in die Mitte gelegt. Der Abschluss dann präzise. Kökçü zu spät unter Druck gesetzt. Kann ohne Druck diesen Ball aufs Tor bringen. Und das erfolgreich. Wir springen in die 90. Nochmal Georgien. Aber der kullert am Tor vorbei. Ärger bei den Fans. Aber es sollte nicht mehr sein. Nach frühem Rückstand konnten sich die Türken rehabilitieren und ein gutes Spiel absolvieren. Am Ende steht ein knapper, aber unter dem Strich verdienter 2:1 Erfolg. Portugal wird sehr hoch gehandelt in diesem Turnier. Der erste Spieltag wird von ihnen beendet im Duell mit der Tschechischen Republik. Portugal in Rot übernahm das Spielgeschehen. Ronaldo, Bernardo Silva auf Bruno Fernandes, der hier einen ordentlichen Schuss auspackt. Sehr guter Abschnitt von Portugal. Die Tschechen sehr defensiv aktiv. Cancelo verzieht in der 33. Minute, aber relativ deutlich. Trotzdem konnte man aus Sicht von Portugal bis auf mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Von Tschechien war es nach vorne doch eher enttäuschend. Aber es ist auch nicht so einfach gegen diese starken Portugiesen. Halbzeit 2, Stunde jetzt von der Uhr. Ronaldo, Bernardo abgefälscht. Stanek schmeißt sich auf den Ball und hat dann keine größeren Probleme, den zu halten. Von Tschechien wirklich ganz, ganz wenig zu sehen. Palinha, Bruno Fernandes, Palinha, Zusammenspiel, Fernandes und Stanek wieder. In der 71. Minute, der hielt jetzt aktuell das 0:0 im Alleingang fest. Ab in die absolute Schlussphase. 90. Minute. Noch einmal Portugal. Ronaldo, Bruno Fernandes auf Palinha. Und der hat noch einen im Schuh. 91. Spielminute. Der Siegtreffer ganz spät in dieser Partie für Portugal. Aber den haben sie sich redlich verdient. Fackelt da nicht lange von der Strafraumkante und platziert den perfekt unten links für Stanek, nicht zu halten. Späte Freude für den Favoriten. Aber natürlich komplett verdient, dieser Erfolg. Jo, das war's mit dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn das der Fall ist. Wir sehen uns bei der nächsten Prognose. Macht's gut, haut rein und adios.